Also. So, schönen guten Abend. Wir sind hier im Sky Loft in München und neben mir ist Jens Hofmeister und wir sind hier auf der Deutschlandpremiere der Flipcam in München. Und jetzt würde ich gerne wissen, was macht die Flipcam denn so besonders und warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Okay. Ich glaube, das ganz Besondere an der Flipcam ist einfach, dass es die erste Kamera ist. Sie fällt ja in so eine ganz neue Kategorie, Shoot- und Share-Kameras, ja, dass sie halt wirklich einfach zu bedienen ist. Ich hole sie aus dem Karton raus, ich schalte sie ein, die komplette Software ist vorinstalliert auf der Kamera. Ich drücke auf einen kleinen Hebel, kommt sofort ein kleiner USB-Arm rausgeklickt, hätte ich fast gesagt. Und ich kann sie sowohl an einem PC als an einem Mac halt anschließen. Ja. Mhm. Ich glaube, das macht sie so besonders, dass ich das gesamte, diese User Experience, wie wir sie so schön nennen, ja, dass ich sie habe. Auspacken, einschalten, Video machen, an den Rechner anschließen und das Video mit Freunden, Verwandten oder auf YouTube entsprechend zu scheren. Wie lange ist die Flipcam in den USA schon auf dem Markt? Wir haben die jetzt ungefähr seit anderthalb Jahren im Markt. Wir haben auch vor kurzem, genau vor einer Woche, das zweitmillionste Exemplar verkauft. Mhm. Vielleicht mal so zum Vergleich, ein iPhone wurde bis jetzt 7,5 Millionen Mal verkauft. Und wir sind in den USA auf Platz 1 in dieser Kategorie mit 55% Marktanteil. Das heißt, der Erfolg in den USA, der soll jetzt letztendlich auch dann in die neuen Länder transportiert werden. Ja. Und jetzt war der erste Schritt, dann nach Deutschland zu gehen oder... Kommt jetzt ganz Europa auch dran? Wie geht es da weiter? Also wir sind ja heute in der UK, das heißt, wir sind in England vertreten. Ja, okay. Es wurde durch ein kleines Team dort letztendlich wahrgenommen. Aber wir haben gesagt, Deutschland als größter Markt in Europa müssen wir dabei sein. Ja. Die Deutschen ja auch technikbegeistert. Und deswegen haben wir uns jetzt Deutschland als zweites Launchland letztendlich hier ausgenommen. Und wann geht's los? Es geht los am 3. November und wir werden natürlich ganz breit auftreten. Wir werden später auch im Januar Fernseh, Radio machen, aber jetzt im ersten Schritt mal mit einigen selektierten Retailern, wie zum Beispiel Mediamarkt Saturn oder auch wie Amazon, Alternate. Das heißt, wir decken sehr breit Retail und E-Tail hier letztendlich. Gut, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg. Vielen Dank.